Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WWE Supercard. Leute, es ist Montag, wir haben das Wochenende mit der LMS hinter uns gebracht und ja, was soll ich sagen, ich hab's mir nicht so, also ich hab's wirklich zockermäßig, was Supercard angeht, dieses Wochenende nicht so übertrieben und habe mir, wo ist er? Batista auf Rang 3973 geholt. Weil, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht so unbedingt eine Karte gewesen, wo ich so übelst pushen wollte dafür. Und ich bin trotz alledem mit der Platzierung, die ich habe, zufrieden und vor allem im Hinblick darauf, was für eine Bewertung er hat. Wenn ich jetzt mal hingehe und mir so denke, dass er überall noch so um die 3000 Stats, wir gehen mal hier bei Braun rein, um zu gucken, wie viel kriegt der noch so ungefähr. Ja, also so 3300, um die 3000 Stats kommen noch mit dazu. Und ja, da hat er drei Werte mit 220.000 und damit ist er, denke ich mal, könnte er schon fast besser sein als meine besten WM34 Pros. Das werde ich dann sehen, wenn er komplett geplaylevelt ist und ich werde euch das natürlich auch wissen lassen. Bin vollkommen zufrieden, er hat es in mein RTG-Deck geschafft, in mein, Money in the Bank-Deck, wo ich mittlerweile mit den WM34-Karten spiele. Von daher alles gut, Pfeilrichtung runter für die RTG auf jeden Fall. Für mich sehr interessant dann. Warum hat es mich so abgeschreckt? Zum einen hatte ich einfach nicht die Zeit gehabt, so viel Supercard zu zocken dieses Wochenende. Ihr wisst ja, wegen meiner Abschlussprüfung, die morgen übrigens ist, dann bin ich dann endlich durch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Das geht doch nicht! Weiß es nicht mehr. Sowas kann auch passieren. Ja, weil nicht so viel gezockt, wegen Zeit und was wollte ich? Ist ja jetzt auch vollkommen egal. Pfeilrichtung runter, alles cool. Ich bin zufrieden mit meinem Batista, wenn ich überlege, weil ich da an Zeit reingesteckt habe, was wirklich nicht viel war, für mich trotzdem noch eine sehr, sehr coole Karte. Ja, was wollte ich mit euch noch besprechen? Natürlich die Team Road to Glory, die ansteht. Heute Abend ist es soweit. Wir gehen mal durch Sami Zayn, Finn Balor, Asuka, Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Aleister Black, Eric Young und natürlich Sasha Banks. Irgendwie so von den Karten her alles so ehemalige Stars NXT oder aktuell und so weiter. Okay, vielleicht ist das so ein bisschen das Thema dieser Team RTG. Berichtigt mich innerhalb der Kommentare, wenn ich da vielleicht falsch liege oder einfach nur Pisser erzähle. Auf jeden Fall WM34. Sasha Banks für mich leider kein Pro, trotzdem eine Karte, wo ich mich sehr drüber freue. Coole Karte. Und immer mehr so ein Anzeichen. Passiert ja bald was, was eine neue Deckstufe angeht. Bin sehr gespannt, was in der nächsten RTG diese Woche Donnerstag sein wird. Es sind alles Anzeichen irgendwie, dass hier wirklich was passiert bei Supercard in Form einer neuen Stufe oder was weiß ich nicht alles. Für unsere Competitive Points können wir uns ja auch an Diven jetzt eindecken. Dann sind hier auch immer wieder Packs gewesen, wo es halt um Diven ging. Ist irgendwie alles ein bisschen komisch und für mich mehr und mehr ein Zeichen, dass hier tatsächlich bald eine neue Deckstufe auf uns wartet. So, was wollte ich mit euch heute noch machen? Wir werden natürlich noch ein TBG-Pack öffnen, aber was für mich auch sehr interessant ist... Ach Leute, ich habe noch einen Pull gehabt. Da müssen wir ja auch mal drüber reden. Ich gehe auf WM34 und ihr seht, ich gehe tatsächlich auf weiblich. Und ich gehe nochmal auf WM34. Ich habe nämlich die gute Naomi gezogen. Richtig geil zur Zeit, Diven-mäßig, was ich da ziehe, wenn ich überlege. Wir hatten die Asuka gehabt im Stream mit den, klar, mit den Competitive Points. Dann hatte ich Baron Corbin, gut, Luschenpull. Dann habe ich aber Mickie James gezogen und jetzt danach Naomi. Also pullmäßig, Diven, ist alles so komisch, Leute. Es ist einfach alles so komisch. Aber warum gehe ich hier raus? Ich wollte noch was anderes mit euch machen. Nämlich, wir gehen auf kombinierbar. Ich habe es geschafft, den guten Taka Knight komplett zu playleveln. Und mich interessiert halt ganz einfach, wie die Pro-Animation aussieht. Und ich wollte euch natürlich mit dem Wissen ja nicht alleine lassen und quasi euch zeigen, wie die Animation aussieht, wenn das Netzwerk mitmacht. Immer dasselbe. Und wisst ihr, was auch immer noch dasselbe ist? Dass es in meinem Zimmer brütend warm ist und das trägt mich auf. Es ist einfach so warm. Also eigentlich so von den Temperaturen her geht's, aber es ist diese Luftfeuchtigkeit. Mich macht die fertig, Leute. Also das gebe ich ehrlich zu. So, jetzt werd doch hier mal fertig jetzt. Werde doch mal fertig. So. Na, ein kleiner Supercard-Shell. So, da sind wir. Kombinierbar, Taka Knight,
ist ready. Ich werde trotzdem noch mal ganz kurz gucken. 40, 40, 40, 40, 20. Alle Token sind drin. Die Werte stimmen überein. Und Leute, dann ist es soweit. Neuer Pro, WM34 Fusionspro, Tucker Knight. Ja gut, unterscheidet sich jetzt nicht großartig die Animation wie von der Singles-Karte. Gut, mit diesen... Sollen das Geister darstellen? Ja. Naja, hier so ein bisschen Feuer. Auf jeden Fall cool. Ich möchte mich wirklich nicht beschweren. Es ist eine coole Karte, die da den Weg in mein Deck gefunden hat. Wird mir auf jeden Fall in der RTG auch extrem von Nutzen sein. So, wo ist er? Hier. Gleich mal loggen den Guten. Und Leute, dann ist es soweit. Unser nächstes TBG-Pack steht auf dem Programm. Ich warte doch wirklich auf die nächste Stufe, weil ihr seht ja hier, meine Ladder-Belohnung, die 100k-Ladder-Belohnung, wartet darauf, endlich geöffnet zu werden. Aber da warten wir einfach mal bis zur neuen Stufe und dann wird das schon werden. So, wir gehen auf Belohnung, TBG-Pack. Wir haben uns durchgesetzt gegen das Team Active Beast 2.0. Vielleicht ist 1.0 aktiver, ist auch vollkommen egal. Leute, wir gehen auf Belohnung einfordern. So ein cooler Pro wäre schon noch geil. Oder so eine Karten, die ich halt unbedingt noch haben möchte. Undertaker, Ric Flair, was weiß ich nicht alles. Und Leute, wir gucken rein. Eieieiei, ist mal wieder ein TBG-Pack der Hölle. Wir kriegen hier Eddie Guerrero, draußen fährt ein Motorrad, richtig nervig. Asuka und der gute Roman. Leider alle schon mal Pro gewesen bei mir. Von daher kein sehr gutes TBG-Pack für mich, aber vollkommen egal. Vollkommen egal. Ich würde sagen, ich gehe hier trotzdem mal auf meine Karten. Ne? Wir gehen hier mal auf Titan. Guck mal, wen wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Dann machen wir den Tucker Nightwings mal voll. Damit wir mal sehen. Hier den Taxler. Leider keine Verwendung mehr dafür. Und werden mal unseren guten Tucker Knight hier leveln. Weil mich interessiert eigentlich auch, was für Werte er haben wird. Am Ende kriegt er natürlich noch Play-Level. Ihr wisst Bescheid. So, guck mal. Auf jeden Fall ist er voll. Was war er gewesen? Kraft Tempo. Und dann genau Härte hat er noch am Start. Und Charisma. Kraft Tempo, immer eine coole Kombination. Sind Superstars, die es nicht so oft gibt. Gut, Braun Strowman ist noch besser. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ist besser als Carmella. Das soll auch so sein. Natürlich besser als ein normaler WM34. Pro. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Tucker Knight ist tatsächlich jetzt der Superstar in meinem Deck, der jetzt hier den letzten Posten auffüllt. Und wir haben jetzt, was die männlichen Superstars angeht, ein Full WM34 Pro Deck. Gut, wenn man die LMS-Karten jetzt auch so bezeichnen möchte, ihr wisst, was ich meine. Und uns fehlt halt noch eine Diva. Aber wenn es halt nicht passiert, bis eine neue Stufe kommt, gar nicht schlimm, weil meine 100k Ladder-Belohnung, eine Diva der neuen Stufe, wird hier dann reinwandern. Von daher alles gut. Ich bin bereit für eine neue Stufe. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ja, ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde sagen, wir sehen uns dann an anderer Stelle auf dem Kanal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, keep on wrestling. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.